Es fing damit an, dass mir jemand gedroht hat, die Nacktbilder von mir zu veröffentlichen, die Gino seiner Ex-Freundin geschickt hat. Gino soll sich dafür bei mir entschuldigen, aber er versteht nicht, warum ich mich so aufrege. Darum war ich wütend. Also habe ich sein Handy genommen und die E-Mails durchsucht. Da habe ich entdeckt, dass er mit seiner Ex unterwegs war. Und dann ist Gino ausgerastet. Ich suche ihn. Auch wenn sein Verhalten mich verletzt hat, ich weiß, dass er leidet. Darum fühle ich mich schlecht. Obwohl er es verdient hat. Jasmine hat meine E-Mails durchsucht, weil sie mir nicht vertraut. Deswegen fühle ich mich hilflos. Sie kann mir meinen einen Fehler, den ich gemacht habe, einfach nicht verzeihen. Und das macht die Sache so schwierig. Ich verstehe vollkommen, dass du sauer bist. Darum habe ich versucht, mit dir zu reden. Aber ich habe das Gefühl, dass ich ständig attackiert werde. Das nervt. Ich wollte, dass du auch leidest, genau wie ich. Du hast mich mehrfach angelogen und darum glaube ich dir jetzt kein Wort mehr. Aber ich möchte dir glauben. Ich weiß noch, dass ich geweint habe, weil ich unbedingt mit dir zusammen sein wollte. Im Lockdown habe ich dich angerufen und du hast gesagt, alles wird gut. Ich bin für dich da. Du bist nicht allein. Und das habe ich gefühlt. Was hast du gefühlt? Dass du bei mir warst und für immer bei mir bleibst. Das meinte ich auch so. Wegen dieser einen dummen Person oder Situation. Will ich dich nicht verlieren. Ich liebe dich sehr. Ich liebe dich auch. Es macht nicht besser, was er getan hat. Aber Gino ist mein bester Freund. Er gibt mir Halt. Ich liebe ihn, von seiner Glatze bis zu seinen Zehen. Manchmal ist er seltsam und creepy. Aber ich kenne auch den süßen, intelligenten Gino. Wenn das nicht Liebe ist, dann weiß ich auch nicht. Ich werde an unserer Beziehung festhalten. Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich dich verletzt habe. Angenommen. Und ich verzeihe dir die Nachrichten. Das war dumm von dir. Ja, ich weiß. Tut mir leid. Keine verrückten Ex-Freundinnen mehr. Nur du und ich. Keine Ex-Freundinnen mehr. Mich willst du nicht als Ex. Ich mach nur Spaß. Können wir noch mal neu anfangen? Du bist süß. Yeah.
Nach dem ganzen Hin und Her und meinem Verhalten, das Jasmine so verletzt hat, hätte ich nicht gedacht, dass wir es schaffen. Ich bin froh, dass sie mir eine zweite Chance gibt. Wirklich froh. Nachdem wir uns gestern fast getrennt hätten, sind wir uns heute noch näher. Die Berge sind so schön. Kann ich ein Bild von dir machen? Klar. Ich weiß, dass sie die Richtige für mich ist. Hoffentlich denkt sie genauso. Du siehst toll aus. Gleich fliege ich weg. Der Schirm hilft gar nicht. Jasmine. Seit ich dich am 8. März getroffen habe, existiert ein unglaublich enges Band zwischen uns. Ich fühle mich von dir geliebt. So habe ich mich noch nie gefühlt. Du machst mich zum glücklichsten Mann. Jasmine, willst du mich heiraten? Gino. Of course. Natürlich. Yes. Darf ich? Oh my gosh. Wir sind verheiratet. Ach nein, sorry. I'm so sorry. Es war ein Antrag. Sie hat ja gesagt. Oh mein Gott. Oh. Yeah. Here. Oh my gosh. Cheers. Auf die Verlobung. Du hast da Lippenstift.